Ich begrüße Sie sehr herzlich aus dem Seminarzentrum am Feldbauernhof in Steinbach am Attersee. In diesem herrlichen Ambiente, wo sonst außergewöhnliche Seminare und Tagungen stattfinden, werden zum ersten Mal die Atterseer Sommergespräche ausgetragen. Bundesparteiobmann und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Landeshauptmann Dr. Josef Püringer stellen sich den Fragen von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Es geht um Chancen und Ideen für das Salzkammergut sowie den erst neu entstandenen Naturpark Attersee-Traunsee. Aber natürlich geht es auch um die Nationalratswahl am 29. September 2013. Spindelegger und Püringer lauschten interessiert den Fragen der Diskussionsteilnehmer und ließen keine Antwort offen. Spindelegger und Püringer verstehen sich nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch privat sehr gut. Die ÖVP hat gerade in dieser Region sehr starke Vertreter von der Kommunal- bis hin zur Bundespolitik. Diese wurden am Podium stellvertretend vom Bürgermeister der Gemeinde Steinbach am Attersee vertreten. Der Abschluss der ersten Atterseer Sommergespräche war ein Konzert von Herbert Lippert mit seinen philharmonischen Freunden. Der warme Sommerabend lud zu einem gemütlichen Ausklang bei einem guten Gläschen ein. Es waren sehr nette, schöne und vor allem informative Sommergespräche hier am Feldbauernhof mit Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, dem wir für seinen weiteren politischen Weg viel Kraft und Gesundheit wünschen möchten.